Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die 10 mit Ente und ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei Darksiders. Jo, und da machen wir jetzt einfach weiter. Lalalala, in der letzten Folge haben wir viel gepuzzelt und gerätselt, jetzt werden wir hier durchs Wasser gespült. Oh, ich kann auch gar nichts machen. Okay. Und jetzt dürfen wir wieder Zugpuzzle machen, juhu. Erstmal das weg, schade bestimmt nicht. Ach du Scheibenkleister. Oh, hi, Digga. Oh. Okay, ich dachte, wir machen Zugpuzzle. Aber in Wirklichkeit machen wir Bossfight. Kann ich mitarbeiten? Oh, macht er die auch kaputt? Wir haben Uber-Laser auf Doom. Oh, vielleicht hätte ich die nicht alle zerschlagen sollen dann, hä? Vermute mal, wir müssen so ein bisschen was mit diesen Dingen hier machen. Erstmal schieben wir das dahin. Ja, wenn er mir den andreht, kann ich da nicht viel gegen machen. Kühlt er auch wieder ab? Den haben wir weg. Der kühlt nicht wieder ab. Wieso kühlt er nicht wieder ab? Au, 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 au. Und wieso kühlen wir nicht wieder ab? Ja, mal ein bisschen. Ich muss halt wahrscheinlich. Aua. Aua. Irgendwie so ein bisschen mit ihm spielen, dass er den. Ah, ja, genau. Und dann mache ich jetzt hier den. Genau. Und jetzt. Den hier und. Vors Schienbein! Achso, nicht hingehen und verhauen, aua. Ich dachte, jetzt darf ich hingehen und ihn verhauen. Hier, da, den, da, dort, das, dies, jenes, welches und alles gegens Herz. Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Ich habe da noch nicht so ganz... Das macht einen guten Eindruck, au. Und nun? Oh, lecker. Mm. Tröti tröt. Der hat auch so eine Tröte wie ich. Soll ich meinen auch mal rausholen? Es dauert zwar ewig so, wie ich es jetzt mache, aber es gibt mir natürlich Leben. Und das kann natürlich in einem Bossfight gerade so als kleiner Snack zwischendurch nicht schaden. Und vor allen Dingen ist man in dieser Execute-Animation ja meistens... Also nicht meistens, man ist in dieser Execute-Animation ja auch noch unverwundbar, das heißt... Genau, der Boss kann mir in der Zeit egal sein. Nö. Hui und hui und da und dort und hier und der und... ans Schienbein. Du kleiner Schlumpel. Jipp. Lustiges Spiel mit ihm. Wir schieben uns den Wagen immer hin und her. Und nochmal. Au. Da muss ich immer aufpassen. Das ist irgendwie immer dumm, wenn ich das mache. Und, das war ein Boss. Au. Ich habe das dunkle Gefühl, dass das ihm wehgetan hat. Ich habe einfach mal den Boxhandschuh zwischendurch benutzt und scheinbar war das eine kluge Idee. Ja, natürlich. Das ist doch so ein blaues Herz. Ja, Ente, manchmal... Manchmal bist du nicht so der Schlauste, ne? Hopp! 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 Nächster! Hopp, nächster! Wenn man aber so ein bisschen den Boss im Auge behält, ist das vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Hopp! Jetzt kommt der Superlaser wieder. Ah, damit dreht er auch seine eigenen Kinder. Na gut. Snack time's over! So, mein Freund. Schienenbein-Power. So, jetzt schubst er das Ding wieder zurück. Jetzt warten wir ganz kurz, weil er jetzt wieder diese Teile von oben wirft. Genau. Dann sollten wir nicht irgendwo an der Stelle stehen, wo wir kaum ausweichen können. Boah, sagte ich schon.
Ja, okay, das macht er länger, als ich dachte. Ja, ist ja gut, ich wollte jetzt gar nicht das Ding anfassen. Au! Was ist das jetzt? Da fand ich meine alte Strategie besser, als ich noch nicht wusste, was er macht. So, und jetzt ist das Herz hier auch offen. Jetzt können wir wahrscheinlich hier... Ja, das sieht schmerzhaft aus. Immer schön Buttergemasche. Ja, ja, ist ja gut jetzt. So, und jetzt machst du wieder Tröt-Tröt oder was? Ich würde dir an deiner Stelle mir langsam eine andere Strategie einfallen lassen. Aber gut, Snacks. Lecker Snacks. Mmh, Pommes frites bitte hätte ich dazu gerne. Und ein bisschen Mayo. Na komm. Und noch einer. Mmh, yummy. Moskitobrei mit Soße. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen Damage geschluckt, das weiß ich wohl. So, dann dahin. Na, musst du wohl. Und Schienenbein-Power! Dann gucken wir, ob wir das jetzt cleverer hinkriegen als die letzten Male. Na komm. Lalalala. Übrigens, es regnet ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Wir haben Niederschläge. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ja, hörst du auch nochmal wieder auf? Na, hallo? Drag Object stand da. Oh, jetzt. Hier. Also bisher ist der Bossfight sehr einfach gestrickt. Warum? Ah. Okay, so ganz clever ist der Einsatz von... Okay. Ja, ne, keine halben Sachen. Immer aufs Maul, würde ich sagen. Immer mitten in die... Oh, Leistung. Sehr schön. Ja, wissen wir. Two down, two to go. You might make it to the tower after all. Then the real fun begins. Now, let's get this thing back to Sanael. Alles klar, Watchy. Also, wir haben zwei besiegt, zwei kommen noch und wir könnten es ja tatsächlich bis zum Turm schaffen, sagt der gute Mann. Naja, dann. Welcome back, Horseman. You could have knocked. But I suppose that isn't your way, is it? Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but it's a bit dainty for me. It'll serve you better. You didn't answer my question, old one. Maybe I like the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy?
not death you should fear. Ah ja, okay. Erstmal haben wir jetzt eine Knarre. Kurz ausprobieren. Ah ja. Piu, 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 piu. Geil. Hat die unendlich Muni oder was? Ah, man kann auch festhalten. Okay, alles klar. Ganz kurz ins Menü gucken. Ich jetzt sag euch gleich, was los ist. Okay. Ist wahrscheinlich cooler als der Bumerang. Okay, also, wir sind jetzt gerade bei Ulthain wieder reingestürmt. Und Krieg hat ihn vermutet, dass er irgendwie in dieser Sache eine Rolle gespielt hat. Und Ulthain hat das nicht beantwortet. Also er hat gesagt, hier, du hast doch irgendwie was damit zu tun, was hier passiert ist. Kann ich da reinspringen, ohne zu sterben? Cool. Das Wasser, in dem Lava drin ist, aber okay. Achso, hier geht's auch nicht weiter. Okay, wir gucken uns trotzdem mal um nebenbei. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, hier, du hast da doch was mit zu tun, mit der ganzen Nummer, also mit dem Seal-Gebreche und... Ja, da sollte man nicht reinspringen. Ja, daraufhin hat er nicht Nein gesagt, sondern hat uns diese Knarre gegeben und hat gesagt, hier, hab ich für dich gemacht, so ungefähr. Und dann haben sie sich Krieg ihn so ein bisschen bedroht und der Ulthain sagt, naja, glaubst du ernsthaft, dass ich Angst, sehr süßes Wortspiel, glaubst du ernsthaft, dass ich Angst vorm Tod habe? Und daraufhin ist Krieg gegangen mit den Worten, du solltest nicht Tod fürchten, Tod mit Anführungsstrichen, womit er nämlich den anderen apokalyptischen Reiter meint. Egal, reden wir mal mit ihm. Okay. Er hat nicht viel Spannendes zu erzählen, aber immer noch einen so brillant genial gemachten Akzent. Ah, okay, erst sagt er, ich soll weggehen und dann sagt er herzlich willkommen. Naja, egal. Okay. Wo sind wir hier überhaupt? Hui. Tür auf. Ah ja, hier. Mhm. Waren wir hier schon? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Achso, hier kann ich die Karte nicht. Okay. Ja, das war hier diese ganze Szenerie. Okay, ja. Oh, Crows. Hallo, Crow. Okay, dann müssen wir die tatsächlich einfach nur besiegen. Okay. Ja, ja, doch, doch. Hier waren wir. Okay, jetzt so grob. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ach, das war der Anfang. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ein bisschen Orientierung musste ich wieder gelangen. Das ist schon ein paar Folgen. Ja, dass wir hier waren und auch ein paar Aufnahmesessions her und deswegen muss ich mich erstmal wieder reorientieren. Denn das habe ich lange nicht gemacht. Wir könnten einfach wahrscheinlich am schnellsten zu Schneggy Baggy, wie hieß er gleich, Vulgrim gehen und erstens könnten wir dann mal gucken, ob wir noch wieder ein paar coole neue Sachen kaufen können. Wir haben ja ein bisschen neues Equipment auch bekommen, die Knarre und den Handschuh. Vielleicht hat er was dafür da und dann könnten wir gleich direkt rüberreisen, wo wir hin müssen. You've given the Grievous something to cry about. Well done. Now then, let's deal. Ach ja. Old Vulgrim's got something new for you. Ja, schon gut. Erstmal hier. Old Vulgrim's got something new for you. Ah ja, damit machen wir mehr Damage mit der Knarre. Das ist natürlich schon ganz nett. Sonst haben wir hier nichts Neues. Okay. Ja, wir können uns immer noch für 10.000 Seelen einen Wrathcore kaufen, finde ich nicht schlecht. Und hier sind jetzt neue Sachen wahrscheinlich für den Hammer. Jawohl, habe ich mir gedacht. Kann ich doch mir eh nicht... Das ist quasi dasselbe, wie wir es mit dem Schwert haben, nur für den Hammer. Da sind viele Sachen dabei, die man machen könnte, aber ich bin da ganz ehrlich, im Moment würde ich die... noch nicht so unbedingt kaufen wollen. Ich würde lieber mich hier... Oh, das ist neu. Aha, das ist so eine Art Dot-Zornzauber. Den würde ich mir gerne kaufen. Einfach, weil ich sowieso alle Zauber haben will. Ich würde aber auch gerne den Blade Gazer upgraden, wenn ich bin. Aber das würde ich auch gerne noch mitnehmen. Ich weiß nicht, wie gut diese Knarre ist, aber genauso wenig, wie ich die Sachen dann habe. Aber ich könnte natürlich auch noch mehr Wrath Shards kaufen. Ich weiß nicht, wie viele er hat. Ich schätze ja mal nicht unendlich. Keine Ahnung, wie gut das ist. Wir nehmen es mal mit. So, und jetzt... guck mal, sieht man das irgendwie? Nee, okay, gut. Dann Serpent Hole. Und zwar dahin. Jo.
Achso, jetzt müssen wir wieder Serpent Hole Wegs machen. Achso, da unten, okay. Das finde ich vom Effekt her immer noch sehr, sehr cool, diese Teleportzonen. Ich meine, gut, ne, ist jetzt irgendwie nicht besonders spannend, es passiert hier nicht viel. Aber ich finde halt die Idee, so eine Teleportzone so zu gestalten, irgendwie ganz gut. Hat einfach irgendwie was. Ist cooler, als wenn man einfach direkt rüber teleportiert wird. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, hier im Scalding Gallow. Oh, das sieht so cool aus, Alter. Voll Cowboy-mäßig. Piu, 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 piu. Ich bin die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal damit, was Samael uns als nächstes zeigt, gibt oder macht. Und schauen uns die Zwischensequenz von Samael an. So machen wir es, oder? Alles klar. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute und sag ciao, ciao.